Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Teil 3 zum Thema Ernährung. Die unendliche Geschichte. Wobei, das ist keine unendliche Geschichte, sondern letztendlich einfach eine umfangreiche Geschichte. Ich fange mal heute an, das Thema Proteine anzuschneiden. Es gibt natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Proteinen. Als Protein bezeichnet man einen Baustoff. Das heißt, Proteine an sich selber, die werden natürlich nur in Notzuständen überhaupt als Energielieferant missbraucht. Sollte man eigentlich tunlichst so weit wie möglich vermeiden. Muskelaufbau ohne ausreichend Proteine, also ohne eine positive Stickstoffbilanz, ist natürlich nur ganz, ganz bedingt möglich. Somit ist natürlich Protein angesiedelt in einem hohen Prioritätsbereich. Der Körper besteht aus großen Anteilen Proteinen und ich muss allein schon zur Regeneration und zur Zellerneuerung, zur Zellregeneration, Haarwachstum, Hautregeneration und so weiter, muss ich eine Basiszufuhr an Proteine zuführen. Immer die Thematik, welche Menge an Protein benötigt man? Da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die spricht von einer Minimalzufuhr. Geht natürlich aber hier von einer Person aus, die sich nicht großkörperlich betätigt, die keine große mechanische Belastung hat an den Bändern, Gelenken, an der Muskulatur. Und somit ist es eine Minimalzufuhr. Und da gibt es natürlich Angaben von bis zu 4-5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was ich wiederum völlig übertrieben finde und was wiederum auch dazu führt, dass der Körper einen großen Anteil dieser Proteine letztendlich dann auch, weil er sie eh nicht als Baustoff verarbeiten kann, als Energielieferanten nutzt. Und dann kann ich am besser gleich eben entweder gesunde Fette nutzen als Energielieferant, etwas vermehrt, oder natürlich auch gesunde Kohlenhydrate. Und somit ist eigentlich die Frage, warum führt man überhaupt solche großen Mengen an Protein zu? Oftmals aus dem einfachen Grund, weil natürlich irgendwo irgendein Bodybuilder, der diese große Menge aus irgendwelchen Gründen benötigt, wobei die Frage ist, ob er wirklich so viel benötigt, das Thema möchte ich nicht genau hinterleuchten, das ist auch nicht mein Thema, irgendwo schreibt, hat natürlich entsprechende Ausmaße laut Bilder und Videos, die man von ihm sieht, und somit gibt es natürlich viele Nachahmer, die sagen, wenn das bei dem so ist, dann werde ich es auch so machen. Man vergisst oftmals dann, dass die Voraussetzungen zwischen Bodybuildern und Freizeitathleten nicht die gleichen sind, und somit sollte man sowas tunlichst vermeiden, jemanden nachzueifern, wo letztendlich die Basis nicht dieselbe ist. Und natürlich auch spekulativ die Frage ist, ob auch er letztendlich diese große Menge Protein überhaupt verarbeiten kann. Man muss sich vorstellen, es ist ein gewisser Kanal. Das lässt sich bildhaft gut vorstellen, ein Kanal. Und da fließen Proteine durch. Und der Kanal hat eine gewisse Größe. Stoffwechseltechnisch geht eben dann nicht mehr durch. Egal wie ich dir vorstelle, es geht pro Zeitfenster nicht mehr Protein durch. Bei manchen unter bestimmten Voraussetzungen, Bezug auf Bodybuilding, Hardcore-Bodybuilding, ist natürlich eine höhere Stoffwechselumsatzrate möglich. Aber wie gesagt, ich kann nur immer von mir ausgehen, von der Person, die ich berate, oder ihr solltet von euch ausgehen und immer gucken, ob ihr die gleichen Voraussetzungen habt, wie letztendlich den, was ihr versucht nachzueifern. Das Thema Menge pro Kilogramm Körpergewicht möchte ich auch nicht auf den Punkt bringen, weil ich bin da selbst zwischen 1,5 und 2 Gramm, manchmal sogar je nach Person und je nach körperlicher Tätigkeit und Belastung bis zu 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber nicht auf Dauer, sondern oftmals nur kurzfristig. Aus dem einfachen Grund, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man hin möchte, was das Trainingsziel anbetrifft. Und entsprechend dessen ist jemand in der Gewichtsreduktion, hat natürlich eben hohe mechanische Belastungen, hochintensiver Trainingsplan, körperliche Tätigkeit, Wunsch, keine Muskelmasse zu verlieren, muss man eigentlich darauf achten, dass ein bisschen mehr an Baustoffe zugeführt wird, weil letztendlich der Körper immer ein Stück weiß, je nach Intensität, das lässt sich einfach nicht so kontrollieren, in der Glykogenesearbeit und auch ein Teil an Protein immer je nach Intensität im Training und natürlich auch Art des Stoffwechseltypes ein Teil Proteine eben als Energielieferant missbraucht. Lässt sich
soweit nicht verhindern. Was man machen sollte, wenn man mit hohen Proteinzufuhren arbeitet, sollte man dringend regelmäßig zum Arzt gehen, sich seine Harnsäurewerte und natürlich überhaupt seine Blutwerte nehmen lassen und gucken, ob der Körper das letztendlich tatsächlich verträgt. Weil auch hier gibt es Riesenunterschiede, dass manche Menschen das problemlos wegstecken und andere wiederum weisen relativ schnell da problematische Werte auf. Ganz wichtig ist natürlich auch bei einer hohen Proteinzufuhr, dass letztendlich natürlich auch die Trinkmenge stimmt, dass der Körper natürlich auch immer wieder gereinigt wird, durchgespült wird. Proteine wäre ganz gut, wenn man Proteine mischt. Das heißt, grundsätzlich zum Thema Nahrungsergänzung, die sollten immer Nahrungsergänzungen bleiben. Man sollte nicht sagen, okay, ich esse am Tag zweimal und meine restliche Proteinzufuhr strukturiere ich komplett über Proteinkonzentrate. Das macht somit keinen Sinn, weil es ist eine Nahrungsergänzung und kein Nahrungsersatz. Die Grundzufuhr sollte man immer versuchen, über die Basic, über die Grundnahrungszufuhr, meine Mahlzeiten, 3, 4, 5 Mahlzeiten nach Stoffwechsel, die ich mir zuführe, zu gestalten. Und den Zusatzbedarf, den ich da nicht reinbekomme in der Gesamtmenge, den kann ich dann eben durch 1, 2, eventuell vielleicht sogar durch 3 Proteindrinks abdecken. Aber wie gesagt, auch das ist von Person zu Person individuell und sehr stark davon abhängig, wie ich mich in der Basis mit meinen Grundmahlzeiten versorge. Schön ist, wenn man Protein streut. Das heißt, wir haben ja verschiedene Rohstoffe. Wir haben einmal natürlich zum Beispiel rein auf dem Tier, aus dem tierischen Bereich. Das heißt, alles, was an Tier gibt, auch an Fisch gibt, ist natürlich auch in gewisser Weise Proteinlieferant. Hähnchenfleisch, Putenfleisch, Fisch, Eier, Straußenfleisch, alles das, was aus dem Bereich kommt, hat ein gewisses Aminosäurespektrum. Das heißt, gewisse Aminosäuren sind da pro 100 Gramm angehäuft. Und parallel dazu gibt es natürlich auch pflanzliche Proteine, die in pflanzlichen Rohstoffen vorkommen, wie in Bohnen zum Beispiel, in Erbsen zum Beispiel, in Soja zum Beispiel. Es ist ganz gut, wenn man zwischen, Mischungsverhältnis zwischen 60, 70 bis zu 80% tierisches Protein in Kombination mit dem Restanteil 20, 30, 40% an pflanzlichen Protein ergibt immer eine sehr schöne Streuung und somit hat man eine recht gute, ausgeglichene Aminosäurebilanz. Was so viel bedeutet, in der Regel sind die Aminosäuren, die im tierischen Bereich relativ niedrig angesiedelt sind und der limitierende Faktor sind, in dem Bereich, sind oftmals im pflanzlichen Bereich sehr hoch. Deswegen ist eine ganz gute Kombi, wenn man beides schön miteinander kombiniert. Zum Beispiel Kartoffel mit Ei, perfekte Möglichkeit, mit einer hohen Aminosäurestruktur den Körper zu versorgen. Aber auch hier wieder, stell dir gleich wieder fest, bin ich jetzt zum Beispiel in der Reduktionsphase und muss natürlich darauf achten, dass ich so wenig wie möglich an Energieträger zuführe aus dem Bereich der Kohlenhydrate, kann ich natürlich diese Aussagen wieder nicht in den Raum stellen. Deswegen auch hier gilt immer nur individuelle Aussagen, keine Pauschalaussagen. Jeder, je nachdem, wo er sich gerade findet, wo sein Trainingsziel hinführt, muss natürlich auch entscheiden, welche Art und welche Menge an Proteine er miteinander kombiniert. Gut ist, wenn man wirklich nicht nur aus dem tierischen Bereich schöpft, sondern auch aus dem pflanzlichen Bereich. Ist natürlich damit verbunden, dass man auch letztendlich ein gutes strukturiertes Ernährungsverhalten hat, regelmäßig isst, weil natürlich auch der Körper bzw. der Darm natürlich nicht unbedingt pro Mahlzeit gerne 100 Gramm Eiweiß verstoffwechselt. Ist natürlich sehr, sehr aufwendig für den Darm und natürlich auch die Frage, was letztendlich da an Verdauungsverlust entsteht, weil der Darm überhaupt nicht in der Lage ist, diese große Menge an Protein auf einmal zu verstoffwechseln. Deswegen ist es ganz gut, wenn man so 30, 40 Gramm Protein pro Mahlzeit zuführt, maximal unmittelbar nach dem Training zum Beispiel für das anabole Zeitfenster ein schnell verdauliches Protein zuführt. Da macht es schon Sinn, auf den Konzentrat zuzugreifen. Je nach Stoffwechseltyp natürlich auch vorbeugend vor dem Training, damit man im hochintensiven Training natürlich keine Muskelmasse verliert. Kann man natürlich ein Stück weit zuführen, ein schnell verdauliches Protein, was natürlich letztendlich auch relativ schnell im Blutstrom ist und nicht 4-5 Stunden benötigt, bis es überhaupt mal im Körper ankommt. Somit verhindert man, dass natürlich der Körper eine sogenannte negative Stickstoffbilanz aufweist, schon im Training und schon im Training in den Bereich des Katabolismus geht. Somit kann man auch vorbeugend Protein zuführen oder vorbeugend noch besser die sogenannten verzweikettigten Aminosäuren, die BCAAs. Auch das ist eine Möglichkeit oder auch Glutamin.
Das sind so ganz verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen aufklären möchte mit Grammanzahl, wer was wo wie, weil wie gesagt auch hier wieder jeder eine individuelle Menge zugerechnet wird. Und das mache ich wirklich nur in individuellen Beratungen, dass ich sage, pass auf, du brauchst vor dem Training so und so viel Gramm aus diesen Gründen, du brauchst nach dem Training so und so viel Gramm aus diesen Gründen. Das wird spezifisch gemacht, aber dass ihr mal so eine Struktur erkennt, wie arbeite ich überhaupt mit Protein. Wichtig ist natürlich auch, dass ich regelmäßig Protein zuführe, dass ich jetzt sage, ja, einen Tag, hurra, ich brauche Protein, hau mir da Protein rein und die nächsten zwei Tage habe ich das Essen vergessen, kein Protein, funktioniert nicht. Es sollte alles einer gewissen Regelmäßigkeit unterliegen, einer gewissen Struktur. Und somit natürlich ganz klar pro Mahlzeit eine gewisse Menge, sodass ich dann abhängig von meinem Körpergewicht auf die Gesamtmenge pro Kilogramm Körpergewicht komme. Protein. Was fällt mir da noch dazu ein? Protein gibt es natürlich auch wieder jetzt im Bereich der Nahrungsergänzungen, schnellverdauliche Proteine, langsamverdauliche Proteine. Auch hier ist es so, dass man natürlich schnellverdauliche Proteine eher einsetzt um das Training herum, dass der Körper schnell schon wieder mit Aminosäuren versorgt ist. Langsame Proteine kann man einmal als Overnight-Versorgung benutzen, muss man nicht zwangsläufig auf ein Konzentrat greifen, wobei es natürlich auch wieder recht einfach ist, ein Micellaris-Casein oder mehr Komponentenproteinen zuzuführen. Oder ich kann natürlich auch eben mit Quark arbeiten, aber da muss man aufpassen auf die Nacht, weil letztendlich da Laktose drin ist, ist auf die Nacht nicht besonders günstig. In großen Mengen sowieso nicht. Somit auch hier wieder, je nach Person, immer wieder individuell entscheiden, was tue ich. Es wird natürlich immer gesagt, ja, Quark musst du unbedingt über Nacht nehmen, das ist der beste Eiweißlieferant. Das stimmt so nicht so. Es gibt viele Menschen, die machen das, die praktizieren das in einer recht großen Menge mit 1000 Gramm Quark am Tag, da davon 500 Gramm abends, bevor man ins Bett geht. Und die wundern sich letztendlich darüber, dass sie ihr Unterhautfettgewebe nicht in den Griff bekommen und dass sie irgendwann relativ weich aussehen und letztendlich das Spiegelbild sagt, naja, du hast zwar zugenommen, aber besonders schön sieht es nicht aus. Da würde ich die Thematik nochmal Overnight-Versorgung mit Quark überdenken. Ganz gut ist natürlich auch, man kann auch mal ein bisschen Joghurt nehmen, aber da ist auch wieder Laktose mit im Spiel, was den Blutzuckerspiegel etwas nach oben treibt, ein gewisser Anteil an Kohlenhydrat ist mit dabei. Wobei man natürlich zum Beispiel auch perfekt ein Eiweißpräparat, ein Konzentrat mit Joghurt mischen kann. Somit hat man eine ganz gute Mischung. Natürlich mit etwas konzentriertem Protein. Joghurt oder Quark ist eine Möglichkeit, beziehungsweise auch für diejenigen, die gerne Proteindrinks zuführen, ist es ganz gut, am besten das Ganze in Wasser zu mischen. Nicht unbedingt in der Milch, weil die Milch ist ein schwer verdauliches Element und führt bei vielen Menschen zu Verdauungsproblemen, wenn die Menge zu hoch ist. Man muss sich mal Gedanken drüber machen, einfach mal in den Raum geworfen, Gedanken drüber machen, weil warum nur der Mensch derjenige ist, der Milch im Rohzustand trinkt, als erwachsener Mensch. Machen die Tiere in der Regel nicht. Warum? Macht doch einfach mal Gedanken drüber, ob das so sinnvoll ist, eine große Menge Milch, beziehungsweise ob es überhaupt so sinnvoll ist, ein Eiweißpräparat, das vorher entsprechend bearbeitet wurde, sodass es leicht verdaulich ist, dass eben die negativen Bestandteile der Milch, die der Körper so sehr schwer aufnehmen kann, bis er sich nicht spalten lässt, warum man das nachher wieder mit Protein zusammenmischt. Das macht für mich keinen großen Sinn. Oder auch mal fühlen, wenn ihr einen Proteindrink trinkt, wie es sich anfühlt, wenn ihr mit Wasser trinkt und wie es sich anfühlt, wenn ihr mit Milch trinkt. Die meisten sagen, wenn ich sie irgendwann mal darauf angesprochen habe, stimmt, wenn ich mit Milch getrunken habe, fühle ich mich zwei Stunden eigentlich eher so babsatt und habe so ein schlechtes Magen-Darm-Traktgefühl. Wenn ich das Wasser getrunken habe, ist alles gut. Warum? Auch darüber mal bitte Gedanken machen. Milch soll man nicht verteufeln, aber Milch eben bei 2-3 Eiweißdrinks am Tag mit 1,5 Liter und 1,5 Liter Milch, das macht keinen Sinn. Kleine Mengen Milch im Kaffee oder auch mal morgens zum Frühstück eine kleine Menge Milch sehe ich als unproblematisch, aber nicht ein Konzentrat aus der Milch mit der Milch wieder zusammenmischen. Das sehe ich gar keinen Sinn. Warum es auf den Dosen draufsteht, wenn man es mit Milch mischen soll, in den letzten Jahren kommen einige Hersteller dazu, mit Wasser anzubieten, auch neue Präparate zu machen mit Wasser. Warum wohl?
Auf dem Dosen steht es auch mit Milch. Warum? Weil es besser schmeckt. Weil es einfach viel besser schmeckt. Und wie arbeiten die meisten? Das muss schmecken. Somit trinke man das gerne und trinken vielleicht eins mehr. Und dahinter steckt vielleicht auch noch ein Tick Marketing. Auch darüber mal vielleicht bitte Gedanken machen. Ja, dann gibt es noch die Thematik Aminosäure, also aufgespaltenes Eiweiß in Aminosäurenform. Auch hier gibt es natürlich Dinge, die man auf die Prioritätsliste nehmen könnte. Das ist zum Beispiel Glutamin und BCAAs und Arginin, das sind natürlich drei Aminosäuren, die benötigt werden in einer gewissen Menge, die auch leistungsfördernd sein können. Aber auch hier gilt wieder, wenn die Basic nicht stimmt, das heißt, wenn ich in der Grundversorgung keine anständige Struktur in meinem Essverhalten aufweise, dann darf ich aber auch keine Erwartungen oder keine großen Erwartungen im Bereich der Nahrungsergänzung ansetzen. Aus dem einfachen Grund, weil dann die Nahrungsergänzung nicht als Nahrungsergänzung funktioniert, sondern als Nahrungsersatz. Dann habe ich nicht viel gewonnen. Sicherlich, es ist besser wie nichts, aber letztendlich lege ich, wenn ich eine Nahrungsergänzung verkaufe und wenn ich selber eine nutze, dann lege ich einen hohen Anspruch, weil das Zeug kostet Geld. Soll funktionieren, sollen maximale Resultate mit erzielt werden. Und das geht aber nur dann, wenn die Basic auch stimmt. Ja, das war noch zum Thema Aminosäure. Auch da, wie gesagt, da gibt es vielleicht dann in Zukunft auch nochmal einen Clip zur ganzen Thematik. Aminosäure auch zu Nahrungsergänzungen nochmal, den Einzelnen nochmal erklärt, die proteinlastig sind, damit ihr euch da ein besseres Bild machen könnt. Aber ich denke, so habe ich auch das Spektrum Protein, hoffe ich, recht gut angesprochen. Auch hier gibt es bestimmt noch einige Fragen, die offen sind. Ich werde immer wieder einen neuen Clip nochmal zum Thema erstellen. Werde natürlich auch so gut wie es möglich ist auf Fragen reagieren, aber bitte, wenn möglich, nur auf Fragen, die wirklich auch Sinn machen. Manchmal werden da Fragen gestellt, die eigentlich schon beantwortet sind, entweder durch andere, die schon gefragt haben, oder durch ein kleines bisschen logisch drüber nachdenken. Und da nehme ich mir auch zwischendurch mal raus, eben solche Fragen nicht zu beantworten, weil es einfach unnötige Zeitverschwendung ist. Tut mir leid, wenn der eine oder andere sich jetzt angegriffen fühlt, aber ich muss mich auf gewisse Dinge konzentrieren. Und wenn es Fragen sinnvoll gestellt werden, beantworte ich die gerne. Also bitte nicht böse sein, wenn ich da manchmal auch eine Frage lösche oder einfach nicht beantworte, wenn ich einfach sage, okay, die ist eigentlich schon letztendlich durch den Film an sich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, schon erklärt und beantwortet oder sie wurde schon von anderen gestellt. Das war es jetzt mal schon zum Thema Protein soweit. Bald geht's weiter mit dem Thema Fette. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich suche jetzt schon mal das Knöpfchen, damit es keine Verzögerung gibt. Ich wünsche euch alles Gute. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, meine Aufgaben.